Alles über einen Kamm. Der Rhodesian Ridgeback Podcast. Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass ihr alle wieder so zahlreich eingeschaltet habt und uns heute wieder lauschen mögt zur nächsten Ausgabe eures liebsten Podcasts, den Alles über einen Kamm Podcast mit Christine Ambrosi und Daniel Schlemermeier. Ist ein M. Entschuldigung. Sie bitte. Fürchterlich. Jeder macht's falsch. Es ist einfach ja. Aus. Trotzdem bin ich stolz auf meinen Nachnamen. So. Daniel Schlemermeier. Ja, vielen Dank, genau. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich freue mich auch, hier zu sein. Wo sind wir denn stehen geblieben? Letzte Woche. Ach, ich weiß, genau. Hier ist die schlaue Liste. Und zwar haben wir uns ja mit dem Thema beschäftigt: 10 Gründe, warum das Leben bzw. die Erziehung bei einem Rhodesian Ridgeback scheitern könnte. Und da haben wir letzte Woche in der kleinen XXL-Folge euch bereits mal unsere Einschätzung im Rahmen der ersten 5 Punkte, die wir uns aufgeschrieben haben, also versucht ein bisschen zu erläutern und nahezubringen, und wollen uns heute den nächsten 5 Punkten, die wir uns noch zusammen kuratiert haben, mal mit euch besprechen. Und ich glaube, wir steigen einfach wieder eiskalt ein, wie letzte Woche. Wir springen ins kalte Wasser. Alles klar, wir springen direkt rein. Badehose haben wir schon an. Also fangen wir an mit dem Faktor Zeit, beziehungsweise unter Umständen andere Prioritäten. Das ist ja eigentlich ein sehr, wenn man das in Soft und harte Fakten unterteilt, ist das natürlich eher so ein harter Fakt, weil Faktor Zeit, der ist uns nun mal gegeben und geläufig. Und die Frage, die sich natürlich jeder stellt oder jeder stellen sollte, bevor er sich einen Hund holt, ich glaube, viele haben das nicht getan, wenn man so die Neuigkeiten gerade in der Presse und sowas verfolgt, wie voll die Tierheime wieder sind, wie unfassbar voll die Tierheime wieder sind. Die waren Corona ja leergefegt, weil alle gedacht haben, ach, hier ist ja Zeit, Homeoffice, können wir ja einen Hund holen, ist ja schön. Und jetzt, ich muss wieder zur Arbeit, okay, tschüss Hund. Eher nicht so cool, aber das war ja zu erwarten, dass man sich ganz genau überlegen sollte, kann man die nötige Zeit aufwenden, ne, für so einen Hund. Ja, weil das mitunter schon tatsächlich ein durchstrukturierter, stramm geplanter Tagesablauf ist, wenn man berufstätig ist mit Hund. Total, und nicht jeder das Glück hat, wie jetzt beispielsweise wir, dass man den Hund auch mitnehmen kann ins Büro und man das Glück hat, dass man zum Beispiel so einen morgendlichen Spaziergang gleich mit dem Weg zur Arbeit verbinden kann, weil man natürlich auch noch in derselben Stadt wohnt. So viel, das weiß ich, dass nicht jeder diesen Lebensentwurf hat oder haben kann. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und ich glaube, dass das auch funktionieren kann, ohne dass man seinen Hund 8 Stunden alleine lassen muss. Was ja, finde ich, auch der Tod für jede Mensch-Hund-Beziehung ist, nach meiner Einschätzung. Das geht bestimmt, es gibt immer Ausnahmen. Aber ich glaube, es gibt immer Wege, ob das Hundesitter sind oder man den Hund zu einer Tagesmama oder Papa bringt oder ähnliches. Habe ich selbst auch durch. Huta heißen die, glaube ich, ne? Huta, auch, ja. Ne? Ja. Ja, also da zahlst du dich natürlich dumm und dusselig, ne? Also ja. das, was ich da mal so aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es gab mal eine Zeit in meinem Leben, damals noch mit meiner Ex-Freundin, wo wir beide den Hund nicht mitnehmen konnten zur Arbeit. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Ich habe das auch, glaube ich, verdrängt. Jedenfalls hat damals meine damalige Freundin den Hund dann ins Auto gepackt, in dem Ort, wo sie gearbeitet hat. Da haben wir dann eine Frau gefunden, so, die hatte gerade einen kleinen Sohn und war deswegen zu Hause, gerade einen kleinen Sohn bekommen, und die hat dann auf Parker aufgepasst. Dann gibt es noch so süße Bilder, wie Parker und der Säugling so Rücken am Rücken auf so einer Decke liegen. Ganz niedlich. Ja. Schön. Ja, und aber das hat dann auch geklappt. Also da muss man sich dann drum kümmern. Das hat dann halt auch ganz gut funktioniert. Ne? Es war dann temporär, ich weiß nicht wie lange, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, so grob.
Also das war jetzt hier auch nicht immer das Schlaraffenland, ne? Das muss man halt auch sagen. Parker, der wurde auch schon das ein oder andere Mal durch die Gegend gefahren und musste dann halt nun auch mal bei jemand anderen bleiben. Aber er war nie alleine. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass man das irgendwie hinbekommt. Meine Meinung. Ja, eine Weile sollten sie alleine bleiben können, aber Ja. wenn der Hund eben alleine zu Hause ist, ohne noch einen zweiten Hund, dann ist das Alleinesein eben viel länger gefühlt für die, ne? Ja, das Ja. stimmt. Ja, und das ist ja auch immer eine Frage. Also ich sage ja immer, wenn man sich einen Hund zulegt, egal ob das jetzt so ein kleiner Dackel ist oder das ist ein Rottweiler, ein Rhodesian Ridgeback oder was weiß ich was, so ein türkischer Hütehund hier, so ein Riesen, ich weiß gar nicht. Kangal. Ja, genau, danke, ein Kangal oder so ist. Muss dann das Hobby Nummer eins sein, ne? Das ist dann halt Leben. Das ist ja Ja. eigentlich nicht mal mehr ein Hobby. So, das ist dann halt einfach ein Familienmitglied so. Und da ist es dann eben die Frage, bin ich jetzt sportlich ambitioniert? Ich meine, das kann man trotzdem auch mit Hund sein, ne? Oh Gott, das klingt jetzt so, als wenn man alles sein ganzes Leben aufgeben müsste. Aber trotzdem ist das immer eine Frage, ob man dann, wie weit man involviert ist in anderen Hobbys, ne? Wenn man die nachgeht, wo man vielleicht viel reisen muss. Wenn ich jetzt jemand wäre, der eine Dauerkarte hat für irgendeinen Fußballverein aus der Bundesliga und jedes Heimspiel im Stadion bin und jedes Auswärtsspiel da auch noch mitfahre am Wochenende, dann wird das halt irgendwie auch ein bisschen knapp, ne? Außer ich habe Das halt hört sich eben, schon nach dem nächsten Punkt jetzt an. das ist eben schwierig. Ja, gebe ich dir recht. Aber vorher kommt noch Faktor Geld. Ach so, das ist der übernächste Punkt dann erst. Ja, du hast auch schon ein bisschen geteased, das ist gut. Du machst neugierig, Christine, das ist gut. Gutes Marketing, gute Marketingstrategie. Ja, Faktor Geld, was sagst du dazu? Wie ist da Ja, deine das muss Einstellung? vorhanden sein, weil, wie gesagt, habe ich auch schon mal irgendwann gesagt, diese Leute, die dann fragen, ja, wie teuer ist denn ein Welpe? Und dann sagt man 2000 Euro zum Beispiel und dann kommt, boah, ist das teuer. Ja, das ist nichts verglichen in dem, Was noch zu kommen dem, wird. was da auf dich zukommt. Ja. Hallo? Das Da sind lachst du schon. Peanuts. Stell mir das gerade so vor, wenn einer anruft so und fragt so, wie teuer ist denn so ein Hund? 2000 Euro. Boah, das ist aber teuer. Und du lachst die dann einfach aus. Ja, da kamen ganz oft schon, ja, die gibt's auch billiger, ja. Ja, wenn ich das schon höre, ne? Die gibt's auch Dann billiger. gucken sie, wo es billiger ist, sage ich Ah, oh dann. Gott, nee, Kein sorry, ey, Problem. da würde ich da richtig, also das wäre definitiv der Schlusspunkt gewesen, hätte ich aufgelegt. Ja, ich Also, sagte ja dann auch, dann gucken sie da. ja, echt, tschüss, Das danke. ist für mich dann auch, Alter, das ja. ist ja schon ein Hinweis. Absolut. Ja, naja, auf jeden Fall. Ja, Geld muss vorhanden sein. Es ist Tierarztkosten, es ist das Futter, es ist. Ja. Ah ja, eigentlich, ist das meiste, ne? Aber auch die Hundebetten und die halten auch nicht ewig, ne? Und wenn die jünger sind, dann nehmen sie nochmal vielleicht was auseinander, ne? Dann vielleicht eine neue Couch oder so und. Oder ein neues Bett. Ja. Und das noch niemals irgendwie, das war ja das neue Bett, war bei dir in dem Fall dann noch niemals aus böser Absicht, das war ja dann einfach höhere Gewalt, ne? Ja, aber ne, eben so passiert's ja. Das muss ja nicht immer so voller Absicht sein. Es gibt ja immer Bilder, die ich auch sehe in irgendwelchen Gruppen oder bei Instagram, wie so ein Ridgeback da irgendwie über den halben Tag hinweg da so ein komplettes Wohnzimmersofa zerlegt in alle Einzelteile, wo ich denke, mein Gott, ey, das ist schon krass. Und da haben wir zwei Faktoren, die da zusammenkommen, Zeit und Geld. Ja, das stimmt, ja, richtig. Dann Da hatte das. jemand zu viel Zeit und war nicht so ganz ausgelastet Ja, und dann geht's ins Geld. oder der Mensch hatte zu wenig Zeit. Ja, Ja, genau. ich glaube, da fällt mir gerade siedenheiß ein, da könnte man auch nochmal eine Folge draus machen, dass wir einfach mal so eine, wie nennt man das, in der freien Wirtschaft, jetzt kommt wieder der BWLer aus mir raus, nennt man das ja kalkulatorischer Unternehmerlohn, den man ansetzt, um eben beispielsweise einen Preis für ein Produkt zu errechnen. Sowas könnten wir mal machen. Wie nennen wir das denn dann? Ein kalkulatorischer Rhodesian Ridgeback, wo wir einfach mal jetzt so hochrechnen, wie teuer im Monat so ein Ridgeback eigentlich ist. Das mache ich nicht.
Das habe ich noch nie gemacht, das werde ich auch nie machen. Das will ich gar nicht wissen. Zum Planspiel. Wir machen Planspiel. Nein, nein. So wie es mit Schülern gemacht wird. Die machen auch so Börsenplanspiele. La, 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 la. Und wir machen so ein Planspiel und dann suchen wir uns raus, welches Futter wir für den nehmen. Oder wir haben ein begrenztes Budget. Und dann müssen wir mit diesem begrenzten Budget, müssen wir rückwärts rechnen. Ja, Spaß. Horror. Ja, ist Horror. Aber grundlegend macht das tatsächlich Sinn, am Anfang, wenn man sich so ein Tier anschafft, das wirklich mal hochzurechnen für sich. Also, wir auch reden gemacht. Hier von Kleinwagen oder vielleicht sogar kleine Eigenheime. Ja, okay, über die Jahre hinweg, ja, aber ja. Trotzdem habe ich mich ja hingesetzt und habe mir gedacht, so, okay, was kostet mich denn jetzt so grob das Futter? Im was Monat wird das meinst so? Du, so ja, klar, dass du ja sicher, du musst das ja mal grob, musst das ja ausrechnen. Also selbst wenn ich jetzt 10.000 Euro netto jeden Monat hätte, würde ich mir aber trotzdem mal ausrechnen, okay, was kostet das denn so gefühlt? Da geht es ja nicht darum, oh Gott, kann ich es mir jetzt leisten oder die nicht? Die Steuern kommen noch dazu, ne? Versicherung, Steuern. Ja klar, das kommt ja alles on top dazu. Und dann rechnest du ja tatsächlich nochmal so eine kalkulatorische Summe um drauf, dass du sagst, ah fuck, was ist, wenn der Hund sich hier so ein Zeh irgendwie aufgerissen hat oder so. Achillessehne reißt. Ja gut, okay, da kannst du ja jetzt erstmal nicht mit rechnen. Ne? Nee, so. Nein, kannst du nicht mit rechnen, nee, aber es ist alles möglich und dann liegen direkt 1.000, 2.000 Euro. Ja, aber deswegen habe ich das dann, glaube ich, ich kann mich da nicht mehr genau dran erinnern, aber wenn ich jetzt das so machen würde, und so habe ich das damals dann wahrscheinlich auch gemacht, habe ich dann so nochmal irgendwie virtuell mir gesagt, ich rechne nochmal 150 Euro jeden Monat für medizinische Betreuung obendrauf im Schnitt. Mhm. Und wenn der dann einmal im Jahr was hat, so nach dem Motto was Größeres, ne, dann fängt das wieder auf. Weil, ja. Weil es ja nicht so, ich gehe ja nicht jeden Monat zum Tierarzt und bezahle 150 Euro. Ja. Ja. Also, aber so in etwa habe ich das, glaube ich, damals gemacht. Aber das macht natürlich schon Sinn. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, wenn man das mal so zusammenrechnet für so ein Tier, das ist nicht unerheblich viel Geld, aber es ist manchmal vielleicht auch nicht so viel Geld, wie man am Anfang denken könnte. Gut, jetzt gibt es natürlich so Ausnahme, Exemplare wie Richard Parker, der mich dann schon mal an den Rand des Ruins gebracht hat. Ich sagen muss, ey, in den Hund sind einige 10.000 Euro geflossen. Boah. Ja, alleine an medizinischer Betreuung. Ich habe doch kein Problem damit, darüber zu reden. Also was Parker jetzt nun schon an Geld gekostet hat durch die Geschichte, die er so durchgemacht hat, auch wenn ich jetzt mal so gucke, was so ein Herzultraschall und sowas gekostet hat. Ey, das sind schon Summen, ne? Für eine 20 Minuten da mal kurz irgendwo auf dem Tisch liegen und mal den Bauchschallen da 200 Euro fast zu bezahlen, ist schon eine Summe. Mhm. Musst du auch erstmal machen. Na gut, machst halt alles fürs Tier. Und die Gebührenordnung ist wieder angehoben worden, ne? Ja, aber ist auch da hatte ich ja damals in der Folge, wo das mit Parker passiert ist und so, da hatte ich ja über Instagram dann auch Entwarnung gegeben und gesagt, dass es Parker ja gut geht und dass auch sein Herz ganz normal funktioniert und steht altersentsprechend und dass es eigentlich irgendwie ehrlich gesagt keinen riesen Befund gab, außer dass man jetzt nochmal ihm irgendwann Blut abnehmen muss, um zu gucken, ob dieser Wert, dieser Cardio PP-Wert oder wie auch immer er jetzt gerade noch heißt, ob der jetzt wieder stark gesunken ist, wovon wir jetzt mal ausgehen. Jetzt sind gut, aber ja, das kannst du nicht aufwiegen. Das ist halt auch egal dann im Nachgang, ne? So, es ist immer ganz nett, sich darüber mal aufzuregen und dann auch zu sagen, so, boah, ey, das ist alles ganz schön teuer, aber schlussendlich habe ich nie da gestanden irgendwo beim Tierarzt und habe gedacht, wenn ich dann eine Summe bezahlen musste, so bezahle ich, so nach dem Motto, bezahle ich die jetzt oder bezahle ich die nicht, ne? Also lasse ich ihn jetzt untersuchen oder lasse ich ihn nicht untersuchen? Nee. Also, was die brauchen, das kriegen die. Ja, und ja, da ja, ohne mit der Wimper zu zucken, von mir auch. Ja, klar. Aber beim Tierarzt, ich überlege schon, also es gibt auch Tierärzte, die wollen ja was andrehen halt, ne? Und da überlege ich schon, was ist jetzt wirklich vonnöten und sehe ich das genauso oder will der mir jetzt irgendwas andrehen eben? Will der einfach nur Geld jetzt verdienen? Aber da halte ich auch meistens nochmal Rücksprache dann, ne? Um sicher zu sein, weil ich möchte meinem Hund auch nichts verwehren, was für den wichtig wäre. Aber ich möchte mir auch nichts aufschwatzen lassen, was er nicht braucht. Ja. Aber in dem Fall von Parker, das waren ja alles, oder bei meinen gibt es ja auch andere Fälle, wo für mich ganz klar war, das wird jetzt gemacht und ich bezahle, egal was das kostet. Hauptsache, dem Hund geht es wieder besser danach.
Ja, total, total, total. Aber es ist halt in der Retrospektive, wenn du dann sowas durchgestanden hast, wie so ein langjährige Krankheiten, die unsere Hunde dann mal irgendwie auch hatten, ja, dann mal, wenn du dir das da mal so überlegst, okay, was für ein Akt das war, finanziell, von der Kraft, von der Emotion her, ich finde, ich darf man da auch mal einfach offen drüber reden, ne? Ja. Und das ist ja immer das Erste, dass man sagt, so, wie hat man selber darunter gelitten, ey, wie viele Nächte habe ich da wachgelegen und überlegt, ey, muss ich den jetzt einschläfern lassen oder nicht? Und morgen muss ich ihn wieder die Treppe runtertragen und hin und her. Das ist ja immer das, was hängen bleibt. Aber dennoch finde ich, ist es auch völlig legitim, mal zu sagen, okay, Leute, wenn ihr euch so ein Tier anschafft und im schlimmsten Fall kommt es dazu, dass der einfach vielleicht auch mal eine Krankheit hat, ey, da würde ich aber nochmal Tausende von Euro reinstecken, dass dieser Hund überlebt, Ja, ne? ja. Also, Und das ist deshalb ja interessiert das. mich das auch nicht, das auszurechnen, weil ich mache das sowieso. Ich bezahle das sowieso und ja, Ja, klar, dabei aber belasse ich es. ja, es ist ja auch richtig, aber das stimmt ja auch. Aber ich glaube, wenn man damit anfängt, sich damit zu beschäftigen, sich da so langsam rantastet, vielleicht hatte man vorher auch noch gar keinen Hund und möchte jetzt Das einen ist was haben. anderes, ne? Um Ne? zu abzuchecken, ob man das stemmen kann. Ja, so Das war ist ja das ja was bei mir anderes, ja ja. damals. Ist ja mein erster eigener Hund gewesen und da habe ich mir das schon ganz genau überlegt, ob ich auf allen Leveln ihm gerecht werden kann. Und genau, das führt uns dann zum nächsten Punkt, nämlich dem Lebenskonzept, das wir uns ausgesucht haben. Passt der Hund in unser eigenes individuelles Lebenskonzept? Und wenn du jetzt deine Dauerkarte hättest für den Fußballverein, Ja. dann wäre es schon, könnte es schwierig sein, wenn du eben alleine mit dem Hund leben würdest. Und dann auch mit Übernachtung zum Beispiel beim Auswärtsspiel unterwegs wärst zum Beispiel, ne? Oder aber auch Auswärtsspiel oder Heimspiel den ganzen Tag einfach dann nicht da bist, ne? Und dann am Wochenende, wo ich mich eigentlich immer darauf freue, weil ich dann eben richtig Zeit mal habe für die Hunde auch, wo wir dann Spaziergänge machen können, wo wir einfach irgendwo sitzen bleiben, eine halbe Stunde und genießen und die dürfen ganz in Ruhe schnuppern oder bei mir liegen. So, das ist eigentlich, ja, das ist meine Quality Time mit denen. Und das geht am Wochenende ja immer besonders gut. Und wenn ich jetzt die Dauerkarte habe, ist das schon eher schlecht. Ja, jetzt könnte man natürlich entgegnen und sagen, na ja, ich habe ja eine Partnerin, die passt dann auf ihn auf. Ja, das wird für mich gelten. Ja, aber jetzt kommt ja der Punkt. Es ist ja so, dass auch damit habe ich mich damals beschäftigt. Du holst dir den Hund ja jetzt, in der Ja, jetzigen Lebenssituation, in der ja. du bist. Jetzt habe ich eine Partnerin, jetzt habe ich ein Haus, einen Garten, ein Auto, habe einen Job, wo ich den Hund vielleicht sogar mitnehmen kann. Alles ist super. Wer sagt mir denn, dass das in 5 Jahren immer noch so ist? Und damit meine ich jetzt keine Worst-Case-Berechnung, dass man dann sagt, oh Gott, ich habe dann kein Haus mehr, bin obdachlos, kein Partner, keine Partnerin, und wechsle den Job. Aber es ist ja so, du kannst den Job wechseln, du kannst auf einmal in einer Wohnung, du musst vielleicht umziehen in einer anderen Stadt, dann findest du keine Wohnung, wo du den Hund mitnehmen kannst. Vielleicht hast du dann tatsächlich eine Trennung hinter dir und vorher ging das halt mit deinem Partner, mit der Partnerin halt total gut. Jetzt auf einmal stehst du dann halt alleine da und hast den Hund und kannst ihn nicht mit zur Arbeit nehmen. Also das sind ja alles Unwägbarkeiten, die dir passieren können in so einem kompletten Hundeleben, der im besten Fall 10 und älter wird, dass dir ja keiner sagen kann, wie sieht das in ein paar Jahren aus. Auch da, als ich Parker gekriegt habe von dir, war ich Masterstudent. Da stand ich kurz davor, meine Masterthese zu schreiben. Da war ich 4 Monate zu Hause. Da konnte ich mich um ihn kümmern. Danach wusste ich nicht, welchen Job trete ich an. Muss ich aus Münster vielleicht weggehen? Kann ich den, wenn ich hier einen Job überhaupt finde, ihn mitnehmen? So, das war alles nicht bekannt. Und ich habe mir aber gesagt, also wenn das so sein soll, wenn ich irgendwo hingehe, so selbstbewusst bin ich und die wollen mich haben, aber die nehmen mich nicht, weil ich einen Hund habe und kann den vielleicht nicht mit ins Büro nehmen, dann arbeite ich da nicht. Ja, und So, ich. so ist das für mich auch. Also das ist meine Einstellung auch. Ist aber auch gefährlich, ne? Das muss man halt hier immer sagen, weil ey, manchmal kann man sich's nicht, ne? Also es ist ja, ist halt einfach Ich hatte die schwierig, ne? Situation halt noch nicht Nee, deswegen ist es so immer und ich kann leicht, sie das zu mir gerade sagen, aber. auch nicht vorstellen. Es gibt mit Sicherheit Szenarien, Ja. wo ich das dann auch verstehen kann. Aber ich glaube, das sind wenige Szenarien. Weil wenn ich mir diesen Hund anschaffe und dann ändern sich bei mir Lebensverhältnisse, ja, dann werde ich alles daran setzen und dafür tun,
dass ich auf jeden Fall mit meinem Hund in ein neues Konzept dann irgendwann passe. Oder und ich würde niemals in eine Wohnung, beziehungsweise ich würde niemals wegen einer Wohnung meinen Hund abgeben. Das würde ich niemals tun. Ja. Und ja, bestimmt gibt es da irgendein Szenario, wo es nicht anders machbar ist, aber ich kann es mir gerade nicht vorstellen und ich würde es dann auch nicht wollen. Ich weiß nicht, das ist eine krasse Frage. Ja. Aber das sind jetzt dann spezielle Fälle, wenn man den Hund schon hat. Aber im Vorfeld sollte man sich halt dessen schon bewusst sein mit dem Lebenskonzept, ne? Und da zum Beispiel meine liebste große Schwester, die Hunde liebt, abgöttisch, immer einen haben wollte, aber sich tatsächlich dagegen entschieden hat, weil die ganze Familie absolut sozial und in verschiedensten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens integriert und die lieben es einfach unterwegs zu sein. Und da würde der Hund stören und deshalb hat sie sich gegen den Hund entschieden, was einfach nur fair ist dann in dem Fall, ne? Wenn der Hund stören würde, weil man Zeit für den aufbringen müsste oder irgendeiner mal dann mit dem geht oder dass man auch mal zu Hause ist. Und wenn das gar nicht das eigene Lebenskonzept ist, sondern eher, ich will flexibel sein, ich will in Urlaub so oft ich nur kann und mit vielen Leuten zusammen und ich will auf Partys oder ich will auf Gesellschaften, keine Ahnung. Wenn ich einfach, ja, da kommen aber jetzt auch wieder viele Sachen zusammen, ne? Zeit. Wenn ich keine Zeit dafür habe, weil mein Lebenskonzept ein anderes ist, dann sollte ich mir einen Hund erst gar nicht anschaffen. Wenn ich mir aber einen angeschafft habe und dann während dieser Zeit sich irgendwas an meinem Lebenskonzept so ändert, dass das in Frage gestellt wird. Ich kann sagen, bitte entscheidet euch immer für eure Hunde. Ja, aber genau, das ist es. Du musst im Vorfeld. Solange das möglich ist, bitte entscheidet euch immer für den Hund. Ja. Ich würde es tun. Ja, definitiv. Also ich habe damals gesagt, und das gilt halt ja immer noch, und Parker ist ja nur noch immer noch bei mir, mit all dem, mit jeder der Vorgeschichten, die er mitbringt, wenn ich keinen passenden Job gefunden hätte, dann von mir aus hätte ich mich auch auf eine 50%-Stelle irgendwo eingelassen, ne? Und wäre von mir aus auch in die Gastronomie gegangen oder hätte mich irgendwo bei Rewe oder sonst wo halt auch, wenn die mich gebraucht hätten, da an die Kasse gesetzt für einen halben Tag, ne? Also das wäre keine Möglichkeit mehr gewesen, für mich gibt es einfach kein Szenario, wo ich den Hund abgeben würde. Es gibt natürlich immer sowas wie Krankheit und das ist keine Frage. Und da kann man sich immer auf die Schulter klopfen und sagen, ey, ein Glück ist man nicht krank. Ne? Das steht hier außer Frage und das sowas wollen wir auch gar nicht anfassen, so ein Thema. Aber da, wo man selber noch Einfluss drauf hat, das ist es. Wenn ich weiß, dass ich dreimal im Jahr in den Robinson Club fliegen muss, man kann ja Urlauber sein, man kann ja auch viel unterwegs sein, guckt ja Jörg Herbert an. Der ist ja nur unterwegs, ja, gleich gar kein Zuhause. Aber mit seinen Hunden. Nee, das meine ich ja. Ne? Also das ist ja so, wenn du sagst, ey, ich habe hier so ein Bully-Life oder bin halt super mobil und bin halt unterwegs und kannst ja auch Skifahrer sein oder Kitesurfer oder was weiß ich was und immer in deinem Bully durch die Gegend fahren und so, wenn der Hund dabei ist und das cool ist, ey, warum nicht? Und vor allen Dingen jeden Spaziergang, den ich ohne meine Hunde mache, denke ich mir immer, schade. Schade, dass jetzt keiner von denen dabei ist. Ja, das sowieso. Ich denke mir jedes Mal wieder, wie fett werde ich, wenn Parker irgendwann mal nicht mehr ist, weil dann gehe ich auch nicht mehr spazieren. Das glaube ich dir nicht. Ey, alleine gehe ich nicht mehr. Ich hasse das. Ja, aber ich glaube nicht, dass du fett wirst. Du bist kein Typ, fett zu werden. Na, warten wir mal. Und was ich dir noch sagen wollte, wenn ich nicht das Gefühl gehabt hätte bei dir, ne, dass du dich eher an irgendeine Kasse setzt oder 50% Job machst, so, dann hättest du gar keinen Hund von mir gekriegt. Und du hast mir von Anfang an das nämlich, ziemlich früh hast du mir diesen Satz gesagt, das ist der Deal. Ja. Kannst du dich erinnern? Ja, das ist der Deal, so ist das. Nach wie vor. Genau. Das ist der Deal, den sind wir einmal eingegangen und der wird auch bis zum bitteren Ende durchgezogen. Das ist halt so. Ja. Da bin ich halt einfach sehr loyal, halt allen gegenüber. Wenn man das einmal sich für sowas entscheidet, dann mag ich das auch nicht mehr ändern wollen. Ja. Aber ja, das ist es, immer hinterfragen, so, was ist mir eigentlich wichtig, ne? So, man ändert sich auch vielleicht, wenn man jetzt so einen Druck hat, ich kann das ja selber, oh ja, ich hätte so gerne einen Hund und das ist ja auch so schön, wenn man dann so einen Welpen da hat und so und dann aber irgendwann wird es ein bisschen unangenehm, dann
kommen die Widerworte in Anführungszeichen, dann werden sie aufmüpfig, dann werden sie irgendwann flügge. Ja, dann wird es halt irgendwann halt von dieser, auch der ist es süß, dass der auf meinem Bauch gerade liegt und schläft, dann irgendwann auch ein bisschen unangenehm und viel Arbeit. Und das muss man dann immer in dieser Berechnung mit einbeziehen. Deswegen das Lebenskonzept, wenn man sagt, man will noch was erleben, weil ich kann ja zum Beispiel, wenn ich so ein Globetrotter bin, da funktioniert das nicht. Kann man, also ich weiß gar nicht, wie, ich glaube, ich würde Parker gar nicht mehr wiedererkennen, wenn ich den in so ein Flugzeug, da, was weiß ich, da nach Übersee transportieren lassen würde. Stelle ich mir gerade mal vor, der wird mir da auf, ich, der wird wie so ein rupftes Huhn bestimmt aussehen, wenn der dann da rauskommt. Mhm. Das wird gar nicht richtig funktionieren. Also sowas zum Beispiel, ne? Also, das geht halt nicht. Aber wenn man, ich zum Beispiel, weiß ich nicht, hatte nie das Riesenbedürfnis danach, so irgendwie jetzt großartig durch die Weltgeschichte zu fliegen oder ähnliches. So, das weiß ich nicht. Ich bin ein sehr begeisterter Mensch, was sowas angeht. Ich muss aber das jetzt auch nicht haben. So, heute ist das cool, wenn jemand das sagt. Früher war das nicht so cool, dass man gesagt hat, ich bin noch gar nicht so viel geflogen in meinem Leben. So, heute, so Thema Nachhaltigkeit, gehört man dann schon wieder auch zu der cooleren Sorte. Das war wie früher bei den Nerds. Waren erst die Loser, heute sind sie die Coolen. So. So, dass ich mir dann denke, so, ja, ich möchte natürlich auch noch was von der Welt sehen, aber ich bin nun mal keiner, der jetzt jedes Jahr 6 Wochen auf irgendeinen anderen Kontinent fliegen muss. So, und wenn man das denn mal macht, dann findet man, glaube ich, auch einfach eine ganz gute Bleibe. So für ihn, wo er dann bleiben kann in der Zeit. Mit Sicherheit, ja. Aber ja. Genau. Mein Gott, ja, haben wir jetzt ein bisschen den Frosch im Hals hier. Dann kommen wir jetzt zum Punkt 9. Unserer vorletzten Kategorie, wollte ich gerade sagen. Das ist die fehlende Flexibilität. Wie interpretieren wir das denn für uns? Ja, also mir fällt zu fehlende Flexibilität ein, dass ich als Hundehalterin da eben auch offen bleiben muss, entweder Erziehungsmethoden zu überdenken oder anderes mal auszuprobieren. Ich muss halt flexibel auf den Hund eigentlich eingehen können, weil nicht jeder Hund braucht auch das Gleiche. Zum Beispiel ein Jango braucht eine ganz andere Ansprache als Gaia. Und da muss ich eben flexibel bleiben, um zu gucken, was braucht der eine, was braucht der andere. Das hat wieder was damit zu tun, den Hund zu sehen eben und wahrzunehmen. Und auf den Charakter einzugehen. Und ich muss auch flexibel bleiben, sehe ich so als Hundehalterin. Nicht nur ich bringe ja dem Hund was bei, sondern der Hund bringt oft auch mir was bei. Also ich lerne durch meinen Hund auch besser verstehen oder eben auch Alternativen, Handlungsalternativen, die, habe ich das verständlich so ausgedrückt? Also ja, das würde für mich Flexibilität bedeuten, dass ich da wirklich mein Wissen oder das, was ich denke, was richtig ist, nicht in Stein gemeißelt habe, sondern offen bleibe, was der Hund mir da zurückspiegelt. Und ja, so würde ich das sehen. Kann ich voll und ganz unterschreiben. Da gibt es auch, glaube ich, von meiner Seite noch eine Kleinigkeit, die ich da, glaube ich, ergänzen würde. Und das ist eben, wenn man setzt sich ja am Anfang, das ist ja das, was du schon gesagt hast, so Erziehungsmethoden und so, man setzt sich ja am Anfang, wenn man so eine, im Marketing-Sprech sagt man, das ist immer so eine Customer Journey, so eine typische, ne? Wenn man einen Hund bekommt, dann guckt man sich an, so wie geht die Kundenreise, was macht man? Und das ist ja bei vielen Menschen dann identisch und deswegen ist das so eine Customer Journey, so eine typische, das heißt, der Welpe ist dann da, das davor lassen wir jetzt mal weg, so dass man sich damit auseinandersetzt, welche Rasse hin und her. Aber dann fängt man ja an zu gucken, würde ich jetzt mal sagen, dass die meisten dann gucken, okay, wo gibt's denn hier Hundeschulen? Welche Hundeschulen gibt es, welche Erziehungsmethoden gibt es und dann geht das ja so weiter und so fort. Und dass Flexibilität ja auch heißt, okay, ich gucke mir meinen Hund mal an und gucke mir dann nicht nur eine Hundeschule an, sondern vielleicht dann auch zwei. Wenn ich merke, dass der erste
Hundetrainer beispielsweise sagt, ja, das würde jetzt alles nur mit in Anführungszeichen brachialer Gewalt oder großer Autorität passieren und der Hund darf nur dieses und jenes und muss immer zu dir kommen und irgendwas holen. Da würde ich mir dann so denken, ja, weiß ich nicht, ob das so ist. Keine Ahnung, also ob der Hund, muss der Hund immer so gesehen werden, als wenn er 3 Stufen unter dir steht? Sehe ich nicht so. Ist halt ein Lebewesen wie wir auch. Denke ich mir, gucke ich mir doch vielleicht nochmal eine andere Hundeschule an oder so, wo das Ganze vielleicht mit etwas anderen Methoden funktioniert. Und dann sucht man sich dann, also dann kann man da vielleicht ein bisschen flexibler agieren. Und ansonsten, was ich unter Flexibilität ist noch verstehe, mein Hund kann jetzt, wenn ich ihn bekomme, kerngesund sein, beispielsweise. Aber seine Bedürfnisse können sich auch von einem auf den anderen Tag ändern, weil er vielleicht krank ist, geworden ist. Es muss ja auch nicht nur eine Krankheit sein, es kann ja auch irgendwie mal Verhaltensweisen sein. Irgendwas, was Einfluss auf diesen Hund hat, wo ich flexibel drauf reagieren muss. Ja. Muss ich ihm mehr Auslauf auf einmal schenken, weil das irgendwie Sinn macht? Oder geht nur noch weniger? Muss ich ihm brauche mehr intensivere Pflege. Genau, also das verstehe ich halt auch noch unter diesem Aspekt der Flexibilität. Ja. So, dass man da auch natürlich bedingt, der Welpe braucht was anderes, der Junghund braucht was anderes, der stabile, souveräne Rüde braucht was anderes, der ältere Hund braucht was anderes. Ja. Da rutsche ich jetzt rein, so dass ich jetzt gucken muss, Parker wird älter, nachweislich wird er immer grauer, er wird langsamer, er wird unter Umständen auch träger, genügsamer, hat vielleicht nicht mehr so viel Bock, muss ich mich jetzt auch erstmal dran gewöhnen. Mhm. Beispielsweise auch Thema Physio. Ja, nun hatten wir gerade, ja, man kann mit seinem Junghund, sollte man das schon machen. Das war vor jetzt knapp 10 Jahren noch nicht so, war da noch nicht so die Rede von. Heute sieht das schon ein bisschen anders aus, wenn man sich so mit Hundehaltung und so auseinandersetzt, ne? Dass es Tierphysios und Osteopathen gibt. Nach meiner Meinung nach, die gibt es wahrscheinlich auch schon lange, aber damals war das noch nicht so verbreitet, auch was die Präsenz von denen angeht, mit Webseiten und Praxen und so. Also von dem her ändert sich ja da auch viel und dann macht das schon Sinn, sich auch mal mit anderen Dingen auseinanderzusetzen. Da sollte man, glaube ich, sehr flexibel bleiben, ja. Ja. Und letztendlich ist da, glaube ich, ganz viel Learning by doing it, ne? Aber da eben muss man eben offen und flexibel bleiben, um das dann auch anzunehmen, was man so lernt im Ausschlussprinzip oder auch anders. Genau. Ja. Also das ist, glaube ich, auch einfach ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja, und last but not least, unser 10. Punkt. Ja, ist halt auch, glaube ich, sehr wichtig. Der zahlt so ein bisschen auf das Thema Durchhaltevermögen auch noch ein, aber das ist die fehlende Geduld. Aber die interpretieren wir für uns, glaube ich, ein bisschen anders. Willst du anfangen, soll ich? Das ist mir egal. Okay, dann, dann mache ich es jetzt einfach. Naja, und fehlende Geduld. Ja, da kann ich auch ein Lied von singen. Das ist so ein bisschen so dieses Thema, seinem Hund es auch gestatten, mal Misserfolge zu haben, ne? Und mal irgendwie nicht so zu funktionieren, auch gerade bei so einem Ridgeback, der dann doch als Spätentwickler gilt und dann ein paar Jährchen braucht. So als Welpe funktioniert das immer toll mit so einem Leckerli von der Nase. Dann auf einmal so innerhalb von einem Tag kann der Sitz, Platz und Pfote geben. Am nächsten Tag kann er schon auf Entfernung bleiben und auf Ruf zu einem kommen. Aber am 3. Tag geht auf einmal gar nichts mehr. Dann hast du auf einmal so ein 40 Kilo oder 25, ich immer mit meinem 40 Kilo. Dann hat man seinen 20 Kilo Junghund da an der Leine und der sagt auf einmal, nö, ich mache hier keinen Schritt mehr und ich gebe dir auch kein Pfötchen, du kannst mich mal. So, also das. Und man weiß, er kann es halt, ne? Ja, weil genau. Er kann genau, es so genau. Gut. Was ja, ist das gerade? Richtig. So, und was da willst du? Diese Geduld aufzuwahren und nicht zu launisch zu werden, sondern da auch konstant weiterhin souveräner Rudelführer oder Partner zu sein, das ist schon schwer. Da kann sachlich, aber bestimmt zu bleiben, ja, halt, ne? Das ist eine Kunst. Kann ich auch echt ein Lied von singen. So. Also, dass Parker und ich da auch einige Male heftig aneinander geraten sind, das ist jetzt definitiv nicht nur seine Schuld. Das muss ich sagen. Also dieses in Geduld üben. Also wenn Parker mir, wenn er irgendwann mal nicht mehr ist, wenn er mir was mitgegeben hat, dann ist es auf jeden Fall eine Portion Geduld. So, dass man einfach manchmal ein bisschen cooler bleibt. Ja, ich
kann mich da nicht von ausschließen, dass es Situationen gab, wo ich, warum auch immer, es gibt ja viele äußere Einflüsse, die wir in unserem alltäglichen Leben noch so haben, aus welchem Gemütszustand auch immer, mich die Ungeduld dann gepackt hat. Und ich muss aber auch sagen, wenn ich ungeduldig werde und dann auch gefühlt unfair gegenüber meinem Hund, da geht es mir nachher auch nicht ganz so gut mit. Also ich leide da nicht ganz, ganz schrecklich, weil ich prügel meine Hunde ja auch nicht zusammen. Also ich schlag die ja auch nicht. So, aber alleine das Unfairsein in Worten und Gedanken eben, ne? Dieses, wenn man sich dann mal aufregt und die das dann auch echt spüren lässt und eben nicht vernünftig versucht zu zeigen, was ist los. Und wenn dann aber manchmal dann so ein fragender Blick als Antwort kommt oder so ein Blick, was ist los, ne? Das, manchmal habe ich das Gefühl, denen das richtig anzusehen, vor allen Dingen an Yango, ne? Wie der mich dann anguckt, so, dann, oh Gott, dann wird mir relativ schnell auch klar, dass ich gerade einen ungeduldigen Moment habe. Und das bringt mich zum Teil schon wieder da raus. Manchmal nicht. Manchmal ist die Ungeduld dann so krass, dass ich selbst dafür dann in dem Moment nicht empfänglich bin. Aber ich bin dann nicht weiter so ungeduldig, aber ich bin dann auch noch nicht auf dem Standpunkt der Erkenntnis. Wenn ich das mal so benennen darf, bezeichnen wollte ich sagen. Und ja, trotzdem habe ich da auch schon viel bei gelernt eben. Eben meine überschwänglichen Gefühle in solchen Momenten zurückzunehmen. Vor allen Dingen, wenn ich tatsächlich in dem Moment denen noch was beibringen möchte oder noch was zeigen möchte. Weil da ist dann Ungeduld nämlich echt fehl am Platz. Da kann man denen nicht mehr viel beibringen dann oder zeigen. Ja, das stimmt. Und auf der anderen Seite denke ich mir immer, den Gefallen tut er mir auch, denn während unserer Aufnahmen und so liegt der kleine Herr Parker dann ja auch oft hinter uns und hat auch Geduld, weil er würde nämlich jetzt auch ganz gerne nämlich raus und nochmal ein bisschen durch die Gegend laufen mit mir. Und das werden wir jetzt auch machen. Denn wir sind, oh, wie schön. Denn wir sind mit unseren 10 Gründen, warum die Erziehung bei einem Rhodesian Ridgeback scheitern könnte, nämlich jetzt durch. Und wir hoffen, es hat euch gefallen, diese Auswahl an Punkten. Wenn ihr da noch etwas zu ergänzen habt oder etwas gänzlich anders sieht, dann lasst uns das doch gerne wissen. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Wir freuen uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt und auch bei den anderen Podcast, auf den anderen Podcast-Plattformen wie Apple, Spotify, YouTube nicht zu vergessen. Da freue ich mich oder freuen wir uns auch immer sehr, wenn ihr uns dort ein Abo da lasst. Das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Und ja, ansonsten findet ihr alles bei uns in der Profilbeschreibung auf dem Link, wenn ihr zusätzliche Infos haben wollt. Und ja, ich bedanke mich bei dir, Christine. Es war, finde ich, eine ganz, wenn man jetzt mal diese 2 Folgen so ein bisschen Revue passieren lässt, eigentlich nur sehr intensiver Austausch mal so über Themen, warum so, ja, warum eben so eine Beziehung auch zu so einem Tier, zu dieser Rasse scheitern könnte. Und ich finde, da kann man selber irgendwie ganz schön mal reflektieren, wie geht man so in diesen einzelnen Punkten, in diesen Situationen, wo diese Punkte aufkommen, denn selber mit sich um und mit dem Hund um. Und ich würde mal behaupten, dass das auch für uns in diesem Zusammenhang nochmal eine ganz gute Reflexion war. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. In dem Sinne sage ich mal ciao. Und ich sage, habt alle einen schönen Spaziergang. Okay, dann macht's mal gut. Ciao. Tschüss.